Ich musste das ja meinen Eltern dann irgendwann in Briefen dann so mitgeteilt. Ich habe jemanden kennengelernt und ja, wir verstehen uns auch sehr gut. Und dann haben meine Eltern geschrieben, du kommst jetzt erstmal zurück und dann reden wir über alles. Und ich wusste genau, was das heißt. Wenn ich zurückkomme und wir reden über alles, dann werden die mir das ausreden. Und dann hab ich gesagt, also ich muss da irgendwas tun, ich brauche einen Halt. Und dann haben wir uns verlobt. Also im Nachhinein, Sie sehen jetzt, wenn Sie meine Entwicklung jetzt einmal so anschauen, es ist für mich auch teilweise immer noch sehr schwer vorstellbar, welche selbstständigen Entscheidungen ich für mein Leben tatsächlich getroffen habe, dann plötzlich, ohne mich nochmal auf meine Eltern eigentlich zurückzuberufen, ich einfach, das ist richtig für mich, das mache ich jetzt. Und dann haben wir uns verlobt. In Amerika. Wir beide in Amerika und ich hatte diesen Ring am Finger, das war mir sowas von wichtig. Ich habe gedacht, jetzt brauchst du, dann kannst du zu Hause sagen, ich bin jetzt verlobt. Also das ist der erste Schritt. Und ja, und da bin ich im September, bin ich zurück, 72. Und die Idee war eigentlich, ich mache mein Staatsexamen 73 und ich gehe dann nach Amerika zurück und wir werden dort, wenn wir leben, mein Mann und ich. Mein Verlobter damals und ich. Und dann haben wir besprochen, dass mein Mann an Weihnachten 72 nach Deutschland kommt zu Besuch, damit meine Eltern ihn auch kennenlernen. Und er kam und haben sich kennengelernt und dann ist, wie das halt im Leben manchmal so ist, ist was Tragisches passiert. Mein Vater ist gestorben dieser Zeit und mein Mann, der nur als Tourist kam, der wollte nur 3 Wochen bleiben. War also jetzt da, mein Vater gestorben und dann habe ich gesagt, also ich glaube nicht, dass ich in Amerika leben kann, ich kann meine Mutter nicht alleine lassen. Und dann sagte er, ist kein Problem, dann bleibe ich da. Und also er ist mit einem Koffer gekommen zum Weihnachtsbesuch und ist geblieben. Er durfte aber nur 3 Monate bleiben, Aufenthaltserlaubnis. Und dann haben wir gesagt, also wir müssen jetzt, wir hätten eh geheiratet, aber wir müssen jetzt heiraten, sonst wird er ausgewiesen. Und dann haben wir also alle Möglichkeiten untersucht, wie geht das jetzt, sind aufs Standesamt Aufgebot gemacht und, oder überhaupt vorher erstmal festzustellen, wie ist das mit den Aufenthaltsbestimmungen, wie kann er bleiben, also 3 Monate hieß es, dann muss er zurück. Und dann waren wir noch in Frankfurt. Da waren wir noch auf dem Konsulat, auf dem Indischen, die haben uns dann auch noch geholfen. Auf jeden Fall, wir haben dann das Aufgebot bestellt und dann hat mich der Standesbeamte, oder damals der Standesbeamte gefragt, haben Sie sich das auch gut überlegt? Es gibt doch diese vielen Scheinehen jetzt mit Indern und mit Pakistanis, die kommen doch nur und heiraten eine deutsche Frau, um dann eben das Aufenthaltsrecht zu bekommen. Also das fand ich damals auch, also ich kann der wagen, so etwas zu sagen? Also über alle diese Sachen haben wir uns dann eben hinweggesetzt, auch über die nicht große Begeisterung meiner Mutter, muss man also auch dazu sagen. Ja, also wir haben dann im März 73 geheiratet und mein Mann hat hat kein Deutsch gesprochen damals und dann haben wir versucht, oder er hat dann versucht, sich zu bewerben, sich also an x Stellen beworben. Und hat dann seine erste Anstellung bekommen bei der Victoria Lebensversicherung in Düsseldorf.